Rettet den Kinderkanal. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und vielleicht hast du auch schon gehört, dass der Kinderkanal von ARD und ZDF gerade unter Kritik steht, weil da irgendeine Dokumentation kam. Aber um diese Dokumentation soll es in diesem Video gar nicht gehen. In diesem Video soll es um einen Kinderkanal gehen, der Videos für Kinder produziert, die unterhalten sind und die den Kindern etwas beibringen. Denn mir persönlich sind Kinder sehr wichtig. Und dass Kinder Spaß beim Lernen haben, das ist mir auch wichtig. Darum habe ich vor einiger Zeit hier auf YouTube einen Kinderkanal gestartet, wo ich Wissensvideos für Kinder hochlade und Let's Plays, die auch für Kinder sind. Und dieser Kinderkanal braucht deine Hilfe. Denn vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, YouTube ändert die Regelung für das Partnerprogramm. In ein paar Tagen muss ein Kanal auf YouTube mindestens 1000 Abonnenten haben und in einem Jahr eine Watchtime generiert haben in Höhe von 4000 Stunden. Also innerhalb der letzten 12 Monate müssen bei YouTube-Kanälen jetzt alle Videos zusammen eine Watchtime von 4000 Stunden generiert haben. Ansonsten fliegen diese Kanäle aus dem Partnerprogramm heraus. Und mein Kinderkanal hat noch nicht so viele Abonnenten und auch nicht so eine hohe Watchtime. Das bedeutet, mein Kinderkanal fliegt aus dem Partnerprogramm heraus. Und das bedeutet nicht nur für den Kinderkanal, dass da keine Werbung mehr geschaltet werden kann. Das finde ich jetzt nicht so ganz so schlimm. Allerdings kann ich dann auf den Kinderkanal auch keine Infokarten mehr einbinden und auch keine Endcards. Und das ist etwas, was ich viel schlimmer finde, denn durch solche Sachen kann man den Kanal bekannter machen, indem man auf Playlisten in den Videos verweist und so die Zuschauer besser an seinen Kanal bindet. Ich habe auch gehört, dass man dann in Zukunft keine eigenen Vorschaubilder mehr hochladen kann. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht. Aber auch das wäre ja eine Möglichkeit, um seine Videos besser auf YouTube zu platzieren. Und diese Möglichkeit fällt dann auch weg. Wobei ich sagen muss, dass ich in meinem Kinderkanal oft die Bilder aus dem Video direkt nehme, die vorgeschlagen werden. Die reichen meistens bei dem Kinderkanal aus und deswegen keine eigenen Vorschaubilder da so oft hochlade. Aber was man sagen kann, ist, dass wenn ein Kanal aus dem Partnerprogramm herausfällt, dann ist es schwerer, diesen Kanal bekannter zu machen. Und außerdem habe ich die Vermutung, dass Kanäle, die nicht im Partnerprogramm von YouTube sind, nicht so gut auf YouTube gelistet werden wie Kanäle, die im Partnerprogramm von YouTube sind. Das bedeutet, YouTube wird wahrscheinlich die Videos aus Nicht-Partnern nicht so oft vorschlagen wie Videos von Partnern. Das ist natürlich nur meine Vermutung, aber warum sollte ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen wie YouTube nicht auf seiner Plattform die Videos vorschlagen, mit denen es Geld verdient, anstelle von Videos, mit denen es kein Geld verdient? Und zum Abschluss des Videos nochmal meine Bitte an euch, rettet den Kinderkanal. Abonniert ihn, schaut euch die Videos an, schaut euch die Let's Plays an und verbreitet den Kinderkanal unter euren Freunden. Ich bedanke mich herzlich für eure Hilfe, den Kinderkanal zu retten und wünsche euch noch Gottes Segen.